Yo, Peace and Justice gesagt hier. DSD sein Midnight Figure Feature Folge 343. Ja, hat ein bisschen gedauert, um hier mal wieder was zu zeigen, so an Figuren und so, ne? Also diesmal kommt eine Figur. Weil ich habe zu viel VHS geguckt. Ich dick die ganze Zeit alte Videokassetten durch, ne? Werdet ihr vielleicht schon gemerkt im offenen Kanal, dass das ein oder andere, ja, alte TV-Schätzchen da auftaucht, ne? Beziehungsweise Videoschätzchen. Ich habe dann noch so einiges gefunden, besonders aus den Spät-90ern, na ja gut, 2000er bis 2005 rum. Kommt demnächst noch mehr, dann werdet ihr ja eh sehen. Aber ich hatte erzählt im letzten Video, als wir uns das Air-Hockey angeguckt hatten, ich war ja da in der Stadt und habe da so eine Figur gesehen. Ja, ich kann es euch schon mal sagen, Vintage Collection, war auch nicht so billig. Ne? Und zwar hier. Den Klaatu, wie heißt er denn? Ja, Skiffgard. Ne? Voll schön. Hat 19 Euro gekostet bei GameStop. Aber ich sag mal, die haben noch mal, habe ich bei Müller oder so noch nicht gesehen. Die hatten zwar auch Vintage Collection, ne? Aber wenn man sich mal hier die Wave anguckt, das ist die mit Yak-Face. Ne? Dann haben wir hier schön Enfys Nest dabei. Nochmal Prinzessin Leia als Boosh. Ja, den Klaatu Skiffgaard, einen Scarif Stormtrooper und Luke Skywalker. Also die Wave könnte ich mir komplett so einverleiben. Total geil. Ja, nur für den Preis ist es natürlich hart. Ich meine, zwei davon habe ich jetzt schon. Vielleicht kriege ich die Wave nochmal zusammen halt. Ist übrigens die Vintage Collection 135. Ne? Und ja, ich hatte ja noch gehadert, als ich da in der Stadt war. Ne? Bin dann aber 4 Stunden, 5 Stunden später direkt wieder losgerannt und habe sie dann doch geholt. Zum Glück war es noch da. Das Problem war, dass hier halt. Gut, Karte geht mittlerweile, die habe ich ein bisschen gezogen, aber hier ist halt ne, so ein bisschen Stresslinie, Pappe hier schon ab halt. Das ja, finde ich nicht ganz so schön. Das macht nicht so Laune, aber ja, nachdem ich mir jetzt dachte, komm, die Karten sind geil, die sind teuer, ich lasse den einfach so. Ne, aber würde ich sagen, ja, wir packen den doch mal aus und gucken uns den dann mal, ne, in den Details an. Also, schnack, geht so eine Nicht-Vibro-Klinge auf. Und dann wollen wir mal vorsichtig hier ansetzen, ne? Aber ich höre schon wieder die, wo ist denn hier die Klinge? Ich sehe gar nichts, ey. Viel zu früh am Morgen, ey. Draußen stürmt es, weißt du? Ich komme mit der Klinge hier nicht mehr rein. Aber ich doch. Jetzt hätte ich fast schon die Karte. Ja, habe ich schon, ne? Den Druck fast. Mein Gott, dann kommt noch mal länger daraus. Ach so, ich muss mal neue Klingen holen, sehe ich gerade. Was ist denn jetzt hier los? Ey, verdammt. Ja, es ging schon mal einfacher. Das ist schade, weil gerade an der hier hätte ich das ja gerne. Kriege ich hier gleich einen Koller. Geht schon wieder los, Entschuldigung. So. Ja, das nervige Papierchen ist natürlich auch wieder da. Ja, jetzt kann ich nicht umknicken. Sondern jetzt habe ich ihn hier unten direkt losgemacht. Auch toll. Jetzt reißt er mir hier nämlich dann schön gleich die Scheiße ab. Das ist auch wieder ganz toll. Genau das wollte ich nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Ey, das ging auch schon mal besser von der Hand. Also im Moment ist da eh überall ein bisschen der Wurm drin. Ich weiß auch nicht. So. Ne? So, und dann tata. Warten wir mal schön auf. Dann kann ich wenigstens hinterher doch wieder reintun. Und vor allen Dingen das blöde Beipackzettelchen hier raus tun. Ne? So, einmal Karte ohne Manneken. Das ist ja schon mal nice. Die packen wir auch hier mal direkt so zur Seite. Die fällt eh gleich um. Das ist auch so eine Scheiße, Alter. Warum machen sie diesen Nocken hier nicht ein bisschen besser? Dann kann man sie sich schön hinstellen. Aber nein, der Kack wird so hier hingestellt, damit das Moped immer wieder umfällt. Ey, das ist doch fürchterlich. Ich lege es dir jetzt hin, scheiß drauf. So. Einmal hier im Bubble, das Ding. Das war ganz schön verzogen. Ja, auch blöd, ne? Aber ich kann noch niemals den Bubble richtig hinstellen. So. Was haben wir hier? Seine Dingslanze. Ich komm nicht drauf jetzt. Ich habe echt Löcher im Hirn langsam, ne? So 46, Alter. Und das Denken fällt immer schwerer. Wenn mir das vorher nicht auch schwerer gefallen wäre, ne? Hier mit dem Klebestreifen feste. So ein Vibro-Stab, Vibro-Axt halt, ne? Die finde ich aber ganz schön, weil von dieser Lackierung her halt, ne? Ist das, weil das so geweathert aussieht, so Metallen, so abgenutzt. Ist auch gar nicht so verbogen.
Also das geht, das ist schon mal super. So, das stellen wir mal so hier hin, wa? Das ist so fein. Ich gehe einmal um. Schade, er hat kein Blaster bei sich. Und das wäre natürlich noch ganz schön gewesen, ne? Ja, guck mal. Auch von hinten mit diesen Rockfalten und so, das ist schon cool. So, nehmen wir uns den jetzt mal hier so zur Brust. Den Kopf. Und jetzt gucke ich gerade, ob man den Helm abnehmen kann. Oh, guck mal, das ist schön weich hinten. Und das Gute ist, der ist fester am Kopf dran, ne? Hatten ja bei dem, ja, bei dem einen Klaatu. Ich drehe mal den Kopf ein bisschen. Da hatten wir ja das Problem, ne, bei den Palastwagen, dass da immer wieder oben das Ding abfällt. Das habe ich dann auch mit Heißkleber schon festgemacht. Ja, Kugelgelenk aber. Jetzt gucke ich mal, ob man den abziehen kann. Ja, ist Kugel drauf, aber ich lasse es jetzt. Na, guck mal, da hat er natürlich Schultergelenke. Der kann die Arme, ja, drehen, guck mal, Breakdance-mäßig. Die Hände kann er drehen. Aber die sind auch ein bisschen fester. Das Ganze ist ganz schön feste halt irgendwie, ne? Also guckt hier. Und dann die Hüfte. Oh, Alter. Er hat im oberen Bereich, also unterm Brustkorb, lässt er sich halt die Hüfte drehen. Mit so, ja, drehen und sogar ein bisschen beugen. Ja, aber richtig an der Hüfte dann nicht. Dafür haben wir dann hier diesen Überrock, ne? Auch nicht schlecht. Hier schön mit, was ist das, Munition wahrscheinlich oder so. Ein Blaster hat er nicht. Dann die Beine hat er, ja, in der Hüfte die Bewegungspunkte. Dann Oberschenkel, ne, drehbar. Dann haben wir, ja, das ist ein bisschen komisch hier mit dem Kniegelenk. Okay, doch, geht. Ich habe immer Angst, dass die rausbrechen. Dann, ne? So, hier. Die Kniegelenke, dann kann er auch mal so in Sand stürzen. Ne? Und den Adler machen. Adler ist gelandet. Ja, Füße auch. Ja, so Kugelgelenke, da kann man ihn auch ein bisschen halt positionieren. Also, geil. Jetzt gucke ich mal, ob ich ihn auch wieder einigermaßen hinstellen kann, jetzt wo ich ihn so verdreht habe. Ja, irgendwie geht es da nämlich schon wieder dann los. Also, da müsste hier Oberschenkel. Man könnte ja den Faltenwurf wieder angleichen, dann weiß man, wie es ungefähr sein sollte. Ja, gut, so hinstellen geht schon mal. Und ich gebe ihm seine Lanze auch in meine Hand. Sieht sogar so aus, als könnte man in beide Hände. Ja, ja, guck mal, das ist gut. Obwohl, ich glaube, ich habe das als Kind immer verkehrt gemacht. Ich habe die immer so gehalten, dass hier das dicke Teil nach unten kam. Hab aber jetzt schon mehrfach gesehen, ne, im Laufe der Jahre, dass die. Ich habe in den Filmen auch nie drauf geachtet. Dass die so irgendwie gehalten werden. Gut, könnte er auch, ne? Aber. Ja, was soll das? Also, ja, gut, ich kann halt so als Schwingachs, aber ich mache es jetzt trotzdem so. Weil, genau, ich glaube, Busch, ne, Lea, hat die das nicht so gehalten, dass das dicke Teil nach unten kam? Weil ich glaube schon, ja, auch scheiße zu halten dann. Ja, so hält dann ja trotzdem in der Luft. Also kann er nur an der Spitze halten. Dann kann er sich so ein bisschen so damit abstützen halt, ne? Irgendwie so. Das sag ich mal. Ja, gut, das war's dann auch schon. Ne? Ihr habt da nochmal. Er fällt jetzt eh um. Vielleicht hält die Figur aber die Karte. So, das war's dann. Danke fürs Zugucken und ja, nächste Figur kommt bestimmt noch irgendwas. Ich hatte da ja, von was hatte ich da noch geschrieben? Ja, ich mache diese Dreierpacks, vielleicht doch noch die Multipacks damit. Mit Boba Fett, Snaggletooth und Sand People. Ich habe da noch einen anderen Sand People, den ich mal auspacken will. Ich weiß, da gibt es lose, aber egal. Kommen wir demnächst dann drauf zu. Danke fürs Zugucken. Ach ja, nur noch mal nebenbei. Ne, ist mir. Gibt es ja ein extra Video zu, aber nochmal danke für die 1500 Abonnenten. Schön, dass ihr euch den Scheiß reinzieht oder zumindest abonniert habt. Also an den Zuschauerzahlen, an den Aufrufen sehe ich ja, dass es nicht jedes Mal 1500 sind. Aber vielleicht wird es ja noch. Ansonsten, mir doch egal, ist für mich mein Archiv. Für die, die es noch nicht wissen, ne? Ich gucke mir das ja selber an und fertig werden. In diesem Sinne, Peace and Justice gesagt. Danke fürs Zugucken, bis zur nächsten Folge. Reingehauen, gehabt euch wohl.